Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich habe gestern Nacht irgendwann mal gesessen und gemerkt, oder was heißt gemerkt? Ich habe eine Nachricht gekriegt. Kontra K hat wieder was rausgehauen, diesmal mit Raf Camora zusammen. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefreut. Ich wollte gestern Nacht bereits was machen. Es war, glaube ich, irgendwann mal um 12 oder um 1 oder so, wo der Track rausgekommen ist, und ich habe erst um 1 die Nachricht bekommen. Und war so voller Freude. Ich dachte, ich gucke mir das jetzt erstmal an, aber ich habe wirklich gewartet. Ich bin gerade nach Hause angekommen, Tasche weggeschmissen, Wallah, ich schwöre Wallah, Tasche weggeschmissen, sofort mich hingesetzt, um diesen Scheiß aufzunehmen, weil ich will diesen Scheiß-Track hören. Alle bereits haben mir geschrieben, so, ey, hast du diesen Track gehört? Hast du den so geil, so ultra und so? Und nein, ich habe den noch nicht gehört. Jetzt höre ich mir den Lamanaco immer. Und wenn ihr mir natürlich helfen wollt, den Track nicht natürlich nicht anzuhören, sondern mir allgemein. Dann findet ihr in der Beschreibung ein Produkt, was ihr euch ganz tief in den Anus schieben könnt. Nein, Spaß. Es gibt noch einen Zweitkanal, da könnt ihr auf jeden Fall euch ich sag mal, anschreiben, abonnieren. Und da kommen auch so ein paar Videos. Ich möchte gerne dieses Video anschauen und ich will schwimmen fahren. Wir haben irgendwie 30 Grad gefühlt draußen. Und deswegen lasst uns mal reinhören. Und wenn der Track wirklich so geil ist, wie viele schreiben, kaufe ich mir den gleich und dann fahre ich zum Schwimmen und werde mir den dann auch weiterhin anhören. Digga, da kommen Bilder von Eis und so und Schnee und hier 30 Grad draußen. Aber na komm, nee, hör auf damit. Ne? Das ist geiler Effekt, Digga. Das ist gut. Gefällt mir. Hat er mit wollte schon sagen, Adobe Photoshop. Nice, wie ist das? Adobe, Moment, habe ich ja auch irgendwo hier After Effects gemacht, genau. So. Heute sind wir alle noch zusammen im Park. So viel Zeit, wissen nicht mal wohin. Maximal Kleingeld auf Tasche, so oh. Weit weg von Gold und Platin. Auf MTV-Crypt. Das, diese. Ich hoffe, dass das jetzt die Hook ist. Und die ist so bretterhaft, Alter. Sofort diese von, na, 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 von Raf Camora, diesen ruhigen Part so. Und dann diese Stimme von Kontra K. Sind wir die Stars? Doch alles, was sie haben, macht für uns keinen Sinn. Doch geben mein Track auf die Rolex auf Dache zusammen mit dem Team. Wir hatten zu wenig, aber davon reichlich. Die Air Max tot, aber trugen uns weit weg. Heute Mercedes AMG, alles Hightech. Was bringt mir die Scheiße, wenn ich darin allein sitze? Sehr, sehr gute Aussage, ja. Was bringt der ganze Ruhm, wenn du dir das, wenn du am alleine, eher alleine dastehst, ja? Geile Line. Dicker, ich lieb Kontra K langsam. Ich schwöre es, ich küsse deine Ellenbogen, Dicker. Worte hatten recht, weil sie ehrlich gemeint sind. Versprechen einen Sinn, denn sie wurden gehalten. Doch hier ist die Liebe keinen Cent mehr wert, denn sie hält nur so lange, wie die Spotlights scheinen. Warum bist du weg von dem Glück, was du hast? Es wäre perfekt, genau so wie es war. Ich Dieser Moment. Es wäre perfekt. Und dann dieser. So geil. Digga, ich würde ihn. Ich würde seine Augen küssen. Halt den Moment fest, solange ich noch kann. Doch er verschwindet im Schatten, geht das Rampenlicht an. Es wird nie sein wie früher. Wir nennen uns doch Brüder und sehen uns maximal einmal im Jahr. Doch jedes Like, jeder Kick, jede goldene Platte zerschneidet nur weiter das Band. Ich hoffe, du bist niemals fehl, denn das nimmst du was mit. Respekt, an diese Leute habe ich auf jeden Fall Respekt. Ich habe hier auch einen. Ich habe mit dem allgemein nichts zu tun, aber der ist auch halt auf Sitz im Rollstuhl und der hat so einen Körper, der geht trainieren regelmäßig, achtet auf seine Gesundheit. Bretter, also brettert hier quasi mit dem Rollstuhl schneller als mein Auto. Also Respekt. Junger Mann, Respekt. Sind wir alle noch zusammen im Park? So viel Zeit, wissen nicht mal wohin. Maximal Kleingeld auf Tasche, so weit weg von Gold und Platin. Dieser Übergang von Raff zu Contra, einfach so dermaßen geil. Das brettert so richtig krank. Die Jungs, Alter, die rasieren nicht mit Gillette macht 3, Alter, sondern mit Gillette macht 1, Mann. Einfach stumpf trocken, Digga.
Auf MTV Cribs sind wir die Stars. Doch alles, was sie haben, macht für uns keinen Sinn. Doch geben mein Track auf die Rolex, Hauptsache zusammen mit dem Team. Ein Colt am Arm hält nachts nicht warm. Paranoia dich wach, die Waffen scharf. Statt Loyalität, die dein Rücken schützt, hängt hinter dir nur noch ein Rattenschwanz von Neidern. Das ist so ein bisschen Anspielung, so habe ich so das Gefühl, kein Fitner oder sonst was. Aber diese Aussage ist einfach so geil, weil da hat man so das Gefühl, das betrifft so die Rapper, die sich irgendwie Schutz erkaufen müssen. So. Ja, hinter dir hängt so gesehen ein Rattenschwanz. Man muss das Wort auch beachten. Ratten. Ein Rattenschwanz. Du hast quasi Ratten hinter deinem Rücken, ja, die viel so bla 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 machen, ja. Und sind nur da, weil du sie bezahlst. Also keine loyalen Menschen. Und das ist eine geile Aussage. Finde ich gut. Nein, dann, alles klebt an deinen Lippen wie die Felder von Kippen, weil niemand mehr Nein sagt. Gott verdammt, bist du einsam. Kein Klick, kein Reim, keine Pitch, kein Like, kein Hit, kein Hype. Bleib mir fern, du liegst, kein Fick, kein... Das ist das, was ich mich gerade auch frage. Was ich mich wirklich frage. Wie gesagt, es ist kein Fitner oder sonst was. Zum Beispiel Bushido hat ja... diese Großfamiliengeschichten, das ist alles, die sollen das alles unter sich regeln, das ist deren Angelegenheit, interessiert eigentlich einen gar nicht. Aber wenn man sich so ein bisschen dahinter so anschaut, die ganze Sache, ja. Wen hat er noch? Er hat quasi kaum, wenn ich ihn so von außen betrachte, habe ich so das Gefühl, er hat kaum Freunde mehr. Es ist nur so ein paar Leute geblieben und eigentlich ist noch die Familie da, bei der er sich quasi klammert. Familie ist immer gut. Gar keine Frage, ja. Aber nach diesem ganzen Vorfall, was er da hat, das ist so diese Aussage, wo ich jetzt von Kontra K höre. Also das ist jetzt nicht, weil er was gegen Bushido sagt oder sonst, sondern allgemein etwas sagt, ja. Und allgemein die Sache betrachtet. Das klingt einfach geil. Das fetzt gerade so hinweg. Nein, kein Stift, kein Mike, kein Blitzlicht, scheint mehr 6 Fuß tief. Nur noch Erde und Knochen und keine Wand voll mit Platten aus Gold. Ich gönn dir vom Herzen, glaub mir vom Herzen. Doch nichts ist umsonst und erst recht nicht Erfolg. Ich hoffe, du wirst niemals fehlen, denn das nimmst du, was wirklich fehlt. Ich finde es einfach geil, dieser Übergang zu Hook. Und ich glaube, einige von euch haben mir sogar geschrieben, dass Raf Camora, ich glaube, die 187er so ein bisschen managt oder Jesus und Bones, glaube ich, managt. Weiß nicht, ob das wirklich so ist, so. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Raf Camora ein Hit für mich persönlich nach dem anderen raus. Das ist für mich gerade der Musiker, also einer der besten Musiker in den vergangenen 10 Jahren. Also nach Xavier Naidoo damals als Sänger habe ich in meinen Augen, also wenn ich jetzt ihn außerhalb des Raps nehmen würde, also Raf Camora, habe ich keinen vernünftigen Musiker mehr gesehen. Die Rapper sind für mich zum Teil, viele Rapper sind für mich zum Teil keine Musiker, weil die Beats sowieso ja nicht selber machen. Ich weiß, es gab auch so ein paar Videos, wo Raffi sogar auch so ein bisschen komponiert hat und so ein paar Sachen. Also der hat ja es drauf. Und man merkt auch, dass an seinen Hooks, an seine Musik, an seinen Parts, wie er das alles ausgestaltet. Und für mich persönlich gibt es kaum gute Musiker mehr. Alles kommen mittlerweile so Nachahmer oder irgendwelche Typen, die sich irgendwas schreiben lassen, ja. Deswegen ist das für mich einer, der tatsächlich Musiker ist und krasser Typ einfach. Du bist weg, auf nie Wiedersehen. Daneben wird uns von Bädern erzählt. Ich hoffe, du wirst niemals fehlen. Denn das Name ist du, was wirklich fehlt. Du bist weg, auf nie Wiedersehen. Daneben wird uns von Bädern erzählt. Du kannst grüßen, wenn du willst. Also, das war ja auch, wo ich habe die Entwicklung von Raff mitverfolgt, wo, glaube ich, Raff 2.0, glaube ich, war. Ja, ich glaube, irgendwie sowas, Raff 2.0, also da habe ich so die Entwicklung von ihm verfolgt und fand damals schon, ich fand ihn damals okay, aber nicht so ganz geil, also für mich gab es da noch ein paar andere Rapper, die ich so eher gehört habe, aber mittlerweile, Alter, dieser Entwicklungsschub von ihm und wie krass, was der da so ballert und einfach unnormal. Keiner denkt mehr an dich im Bezirk, denn du bist nicht mehr hier. Als hättest du nie existiert. Scheiß auf deine YouTube-Klicks. Wir treffen uns nicht damals im Café, nicht mal hallo, wie geht's, Bruder? Sag doch nicht sowas, Bruder, ich brauch doch die YouTube-Klicks. Zwar verdiene ich davon nix, aber ich brauch die YouTube-Klicks. Nein. Was ist passiert? Denk an die Tage. Und weiß noch, wie ich zu dir sagte. Ich hoffe, du wirst niemals fehlen. Denn erst da merkst du, was wirklich fehlt. Du bist weg auf die Welt.
sehr schöne kleine Special Effects, die so ein bisschen, sag mal, diesen Track so ein bisschen abrunden. Hammer Shit, Alter, muss ich mir gleich gönnen. Ach komm, das muss sein. Ich hoffe, du bist niemals fake, denn das Damage, du was wirklich fake. Du bist weg, auf die Wiedersehen, dein Leben wird uns so von Bildern erzählt. Ich hoffe, du bist niemals fake. Ich muss sagen, es ist einfach unnormal geiler Shit. Ich würde hier das auch beenden. Ich glaube nicht, dass es nur, glaube ich, so ein Outro, da kommt da noch was. Also, ich finde, ich höre mir den gleich auf jeden Fall auf dem Strand an und ich wünsche euch einen tollen Nachmittag. Genießt auf jeden Fall, die Sonne soll nächsten Tag wieder regnen. Geht raus, chillt, ihr wisst, was ich meine. Ja. Bleibt nicht zu Hause. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.